Moin Leute, schön, dass ihr mit dabei seid. Wir sind ja, wie ihr seht, es ist immer noch, ich weiß, im Überlegen, nochmal farmen zu gehen, so ein Kram, aber ganz ehrlich, wir brauchen im Moment nicht wirklich was, wir haben alles am Start. Ich werde jetzt doch noch einfach die Quest machen, ich meine, das ist ein Zweiergebäude, das schaffen wir locker in der Zeit. Es ist halt Blödsinn, die ganze Zeit da sinnlos rumzustehen, da kann man zumindest so ein paar Materialien mitnehmen aus der Quest und den haben wir dann auch schön, die Horde. Bordklinik-Gedöns-Ding hier. Ich weiß nicht, ob wir das schon mal hatten. Also, wir hatten es in der A20 definitiv, aber ob wir es hier hatten, weiß ich nicht. Ich glaube, ja, aber macht nichts. Auf jeden Fall ist es befallen. Das ist ja schon etwas. Dürften ein paar mehr sein. Er stellt hier immer noch die Spikes her. Das kann er auch gerne, oder? Den haben wir zumindest die Dinger fertig. Sobald es zur Horde kommt. Aber man kann ja die Zeit ausnutzen, ne? Ich sehe auch schon ein Zombie. Zumindest sehe ich die Punkte, die Zombies selber. Sehe ich nicht. Kommt mal her, Jungs. Hallo. Sehr schön. Ich meine, das ist eine Zweierquest. Da braucht man jetzt nicht vorsichtig sein. Ah, vielleicht doch. Vielleicht doch. Okay. Zumindest sollten sie nicht von allen Seiten kommen. Bitte, Stevie. Ach, da ist die Schleichpatrouille. Okay. Ein bisschen mehr habe ich ja jetzt schon erwartet. Hallo, mein Freund. Und du nochmal. So, den hätten wir hier aufgeräumt. Immerhin gibt es hier ein paar Materialien. Sag mal, Alene, bewegst du deinen hässlichen Hintern von meinem Holz? Danke. Sehr schlimm. Hier ist auch noch Holz. Ja, ich glaube, das hatten wir schon. Ist nicht schlimm. Wir gehen hier trotzdem drin. Ein bisschen Mäusmehl, das kann man gebrauchen. Da ist nichts drin. Das sieht man so schon. Das kann's futtern, mein Freund. Wir haben zwar gerade Essen, aber Essen kann man nie genug drin haben. So ein schönes Mikrowellchen. Jo. Nahrung? Nahrung. Naja. Zumindest Nahrungszutaten, sagen wir mal so. Ein schönes, herrliches, schon ewig nicht mehr geputztes Klöchen. Noch ein Büchlein für Robotik. Auch schön. Bamfi-Qualität 5 freigeschaltet. Mäusmehl, Plastik, was mit? Oh, ein Kochbuch. Wunderbar. Und wir haben 64 von 100 Bücher. Das fällt mir auch jetzt auf, dass es da rechts unten an der Seite steht. Ist mir vorher nicht aufgefallen. Auch nicht schlecht. Okay, dann lassen wir rennen hier. Wir sind ja alle schon wach geworden. Wahrscheinlich haben wir sie beim Fußball gestört. Fernseher läuft ja noch. Da ist doch jeder ein bisschen grantig, ne? Außer ich vielleicht. Mir ist es eigentlich so ziemlich egal, wenn jemand beim Fußball dazwischen quasselt, weil ich gucke keinen Fußball. Ja gut, Vitamine, warum nicht? Hier gibt es noch ein bisschen. Aber viele werden wahrscheinlich grantig, wenn einer beim Fußball dazwischen. Oder wenn es einen Stromausfall gibt, gerade während einer WM oder sowas. Es ist das Kochbuch. Wunderbar. Noch ein Kochbuch. Das ist sehr schön. Hier irgendwas, alles offen. Den, ja gut, nimm mit. Wie gesagt, Sam will ich jetzt mal ein paar sammeln hier. Wir müssen ja sowieso oben rauf. Und das war, glaube ich, hier, ne? Sag mal, kriegen wir schon wieder schlechtes Wetter? Das sieht ja schon fast so aus. Ein Rohr, das brauchen wir auch nicht. Hier haben wir noch ein bisschen Wasser. Ist irgendwie... Gut, das Gebäude war ja schon beim ersten Mal leicht enttäuschend, ne? Das Blumenerde. Ja. Dich wollte ich nicht. Ich wollte, ich stecke hier fest. Hier ist aber auch nichts wohl, ne? Das kann das sein, dass diese komischen Säcke hier Zement sind? Nö. Mö, mö, mö. Okay, raus. Raus. Jetzt friert er wegen ein bisschen Regen. Ist das dein Ernst? Alle Jungs. Jo, immerhin, ne? Sturmgewehre und Arbeitsstationen, die ich unbedingt haben will, damit wir endlich mal an einen Chemietisch kommen. Mach mal Tür zu da. Steve hängt da eh nur so faul rum. Den Healing hier rüber. Hier waren wir eben drin. Da oben ist er bestimmt... Jo. Die Fleischi zusammen mit so einer Dame alleine. Fleischi machen Abflug, Mensch. Und du erst recht, Lady.
Gut, haben wir hier denn irgendwo was? Auf jeden Fall eine Waffenkiste. Jo, nimm mit. Kann man alles gebrauchen. Allein dafür hat es sich schon gelohnt. So, hier rüber. War hier nicht irgendwo Hundi? Meine ich? Kann auch sein, dass es eine andere Quest war. Auf jeden Fall haben wir nochmal Arbeitsstationen und Träumchen. 50 Stück müssen wir zusammenkriegen. 50 wohlgemerkt. Um den Chemietisch freizuschalten. Jo, so, warte mal. Der kann weg, der kann weg. Ah, gut, ja, er stellt immer noch die Dinger her, aber er ist zum Glück gleich fertig. Hier, das kann raus. Dann lass uns mal reingucken. Jo, das nehmen wir doch gerne mit. Sag mal, Jungs, wollt ihr nicht mal ausstehen? Ich weiß doch, dass du im Klo bist, Mensch. Alle Mochi. Doppelmochi ist zu zweit im Klo. Naja, Männer dürfen auch mal zu zweit aus Klo, ne? Aber gut, für mich wäre es nichts, das wäre mir zu beengt. Muss ich ganz ehrlich so. Gut, aber das war's. Das war schon. Und das nennt sie befallene Quest. Bestimmt wegen dem Fleischi oder so. Gut, hier gucken wir auf jeden Fall nochmal durch. Jo, das nehmen wir mit. Kann nicht schaden. Das war nun wirklich eine sehr lächerliche Quest. Auf jeden Fall, Folie nehmen wir mit. Dich können wir zerlegen, mein Freund. Den kannst du gleich essen, den bist du wohl. Und hier haben wir fertige Militär-Tarnstiefel, die Geräusche beim Bewegen reduzieren und keinen Ausdauermalus besitzen. Das ist schön, das ist schön. Ich will sowieso letztendlich auf Militärrüstung. Deswegen skilly-schwere Rüstung auch nicht. Das hattet ihr ja auch schon gefragt. Die nehmen wir mal mit. Ich weiß, wenn ich die schwere Rüstung skille, dass ich damit letztendlich weniger Ausdauer verbrauche. Aber da ich später nicht mehr auf Militärrüstung rumlaufen werde, auf Reisen muss, wäre das absolute Skillpunkteverschwendung. Ganz ehrlich, ich habe hier eben noch Müll gesehen. Irgendwo? Da bin ich mir sicher. Jo, meine ich doch. Oh, das Dorf kann raus noch. Das nehmen wir mal mit. Das kommt auf keinen Fall schaden. So, Jungs, wo sollt ihr denn? Nur weil schlechtes Wetter ist, braucht ihr nicht gleich Akkus holen. Ich kann auch nichts dafür, Mensch. Hallo, Tom. Au. Einmal daneben gehauen, ne? Dafür gibt's auch einen Hintern, Tom. Und du auch gleich mit. So, unser Mobjet müsste bis auf die Sachen, die ich da reingepackt habe in der letzten Folge, noch eigentlich leer sein. Aber gucken wir mal. Ja, ist auch. Gut, das soll ja eh alles nach Hause, ne? Warte mal, er hat inzwischen auch alles hergestellt. Auch die Holzbikes müsste er gemacht haben. Yep. Dann fahren wir erstmal zum Händler, geben kurz die Quiz ab, dann fahren wir kurz nach Hause, entleeren uns und dann geht's weiter zu Rottenbeast. Ne, Rick, die, mein Freund, da sehen wir doch. Was unser Haus betrifft, denke ich mal, ich muss ganz ehrlich zugeben, gefällt mir die Hütte nicht. Und die ganze Hütte, ja, wir werden sie wahrscheinlich verstärken und bestimmt bauen. Was ich damit aber meine, mir ist die ganze Hütte zu beengt. Ich kriege das nicht so hingebaut, wie ich möchte. Ich möchte ja gerne einen eigenen Schmiederaum, einen eigenen Werkraum und so. Das passt da so nicht. Was hast du denn, Schönes? Na, dann Fahrenbahn 1, Taschenmod 1, da brauchen wir nicht mehr. Schemwe-Geheimnis. Ja gut. Das können wir aber später auch aus der Sample-Fabrik holen. Das ist nicht wichtig. Wir nehmen uns den Style mit. So, eine neue Quest nehme ich bei dir allerdings nicht, mein Freund. Du hast im Moment eh nur Mist. Ich denke mal, wir werden das Haus zwar behalten. Das lassen wir umstehen, machen uns das schick und so, wie das alles sein soll. Wir müssen ja auch irgendwo unsere Felder und Wassersammler hinstellen. Aber ich denke mal, wir werden uns... Bin ich jetzt falsche Seite rausgerannt? Tatsächlich. Unten drunter eine schöne unterirdische Base bauen. Da können wir schalten und walten, wie wir wollen. Das können wir uns alles zurechtbohren und bauen und hacken. Und da können wir es richtig schick machen. Da können wir mehrere Räume bauen. Ich denke mal, das werden wir letztendlich machen. Jetzt fahren wir einmal kurz nach Hause.
etwas Platz schaffen. Das muss sein. Dann geht's weiter zu Rottenbeast. Wollen wir hier durch? Danke. Da vorne ist ja gleich unsere Hütte. Das wird verschäumlich letztendlich. Aber wir können halt erst richtig loslegen, wenn wir Benzin herstellen können. Wohl alles mit der Spitzhocke, ich weiß nicht, das dauert doch schon sehr, sehr, sehr lange, ne? Und wir brauchen auch Unmengen an Kaffee. Ich möchte das gerne mit dem Bohrer machen. So, hier wollen nichts wohl da drin, außer das, was wir brauchen. Dann rinne die Bude. Den Eimer hier schnell wegräumen. Was haben wir überhaupt alles einstecken? Kochmatz, okay. Sehr schön, den haben wir hier noch ein bisschen, ja, am Bergmatz, nicht viel, ne, aber ein bisschen, ne? Jojo. Erstmal Money raus, haben wir eh schon wieder viel zu viel von. Das drin, das drin, das drin, jo. So, Baumaterialien haben wir, glaube ich, gar nicht so wirklich viel. Wir haben auch ein bisschen Handwerk. Sehr schön, ein paar Kochzutaten. Hier, hau Eier drin. Dann haben wir ein paar Rüstungsteile. Sehr schön. Mods haben wir ein bisschen. Da drin. So, Munimats. Da kommen auf jeden Fall die Federn drin. Und da drin. Was ist hier? Ach, hier haben wir nichts. Gut, Getränke ein bisschen. Ein bisschen Tribis Wörter. Und Somin. Ja gut, vielleicht kommen noch ein paar Kochmats rein. So, Geld kommt bitte. Die Kiste, das brauchen wir. Jo. Es sammelt sich wirklich eine Menge Geld an, also das kann man nicht abstreiten. Wir parken da. Gut, den rüber zu Rottenbeast. Du hast mal so einen. Die Schokoleuchter vorne. Stellen wir die Prospects in die fertig hat, den Rest machen wir aus Holz. Und den kann die Horden ja auch so langsam losgehen. Ich meine, wir sind jetzt erst bei 17 Uhr. Gewitter ist immer ein bisschen unterschiedlich. Ab 18 Uhr besteht, glaube ich, die Chance, dass das Hordengewitter auftaucht. Manchmal ist es aber auch 18:30, 19 Uhr. Das ist immer etwas unterschiedlich. Es schadet auf jeden Fall nicht. Ich freue mich immer so ein bisschen auf die Horde. Dürfte diesmal ein bisschen heftiger werden. Ich hoffe, das geht gut in unserer kleinen Knüppelbester. Wir werden aber definitiv, da wir jetzt in der Lage sind, Beton herzustellen, auch jetzt demnächst anfangen, eine anständige Base zu bauen. Mit Fallen und alles, was dazu gehört. So, die haben wir unten drin, die 10 Stück da. Den Hauptsache hier vorne ist, oh, das ist wichtig. Zock. Der eine stört mich echt massiv, ne? Und das sind 5000, ne? Komm, wir knüppeln die schnell weg. So. Können wir hier jetzt auch mal einen Spike erstellen? Ja gut, hier haben wir das gleiche Problem. Hier ist das aber auch nicht so wichtig. Stell da hin. Den hin, den hin. So, den Rest machen wir denn jetzt mit den Holzdingern. Zock, zock. Ist ja auch nur ein bisschen da, um ein bisschen Zombies abzufangen. Ich meine, auf unserer GameStage dürfte das eh nicht mal allzu viel bringen. Hiervor will ich nicht. Ich weiß nicht, ob es eine A21 auch noch so ist, aber es war zumindest bis jetzt immer so, dass wenn du vorwiegend Spikes gestellt hast, dass die Zombies das nicht mal als Weg erkannt haben. Weil der Spike irgendwie als Block zielt. So. Hier stellen wir natürlich noch ein bisschen rum. Sehr schön. Und hier natürlich auch so ein bisschen. Zack. Will er nicht? Warum nicht? Hier will er keinen hinstellen. Okay. Keine Ahnung warum. Aber reicht auch so. Sistermauer. So kann die Horde auch am Start gehen. Jetzt will ich aber noch einmal hoch. Wir hatten oben eine Kiste, ne? Jetzt die Frage, was haben wir da drin? Gib mir mal die Blöcke, mein Freund. Lass mich doch einmal durch. Himmler! So. Hatten wir nicht? Ich wurde mein... Doch.
Gut, hier haben wir sogar noch ein bisschen Muni drin. Dann haben wir sogar mehr Muni, als ich dachte. Dann brauche ich gar nichts mitnehmen von zu Hause. Da droh ich Logge. Wir machen das Mäuse der Horde eh mit Knibbels. Du, ja gut, die können wir zu Hause reinpacken. Den müssen wir auch nicht nur noch ein bisschen Ersatzessen einpacken. Vielleicht noch ein paar neue Verbände, aber ansonsten haben wir alles am Start. Stabil ist das Ganze. Die Reparaturmaterialien haben wir im Mobbit. Jo, hier hinten muss das nicht so super stabil. Das geht alles. Oh, die kann anfangen. Das Problem ist, wir haben erst 17.43 Uhr. So, wurde mal. Den wählen wir jetzt. Die suchen. Die brauchen wir da zum Reparieren. Rinpacken. Das gilt. Packe ich auch einmal rin. Nehmen wir nach der Horde aber wieder mit. Das ist einfach nur dafür da, damit ich das Mobbit einsammeln kann. Hibbla. So, hau rein. Wunderbar. Horde kann auf jeden Fall kommen. Ob wir sie überleben, ist eine andere Frage. Na, mit unserem Game Stage 68 und nichtsdestotrotz haben wir noch etwas Zeit. Deswegen, na, mal gucken. Nein, nicht um die Dorn. Dafür brauchen wir jetzt zu viel Muni. Aber wir werden uns hier jetzt mal ein Gebäude suchen, was wir ein bisschen durchforsten. Kann man auch mal ohne Quest machen. Wir müssen hier ein bisschen die Zeit rumkriegen, ne? Ja, ich könnte jetzt auch einfach hier rumstehen und schneiden, das will ich aber nicht. Das lassen wir mal bleiben. Oh, Lähnchen. Ich weiß nicht, wo es das hier ist. Gehört das zur Satkan hier? Erstmal kümmern wir uns mal, Lähnchen. Nö. Ich weiß nicht, ob das sind Schrottautos. Das müsste man eigentlich mal ausprobieren, das weiß ich nicht. Benzin rauskommt. Das weiß ich nicht. Also Motor auf jeden Fall nicht, aber Benzin? Das sehen wir gleich. Bis jetzt nur Mechanikelteile und gar nicht mal so wenig. Rohre. Benzinmäßig sehe ich gar nichts. Gut, Autokühler ist Messing. Nee, Benzin kommt wahrscheinlich nur aus den heilen Autos. Gut zu wissen. Wollte ich mich was probieren. Nee, hier kommt definitiv kein Benzin raus. Wahrscheinlich nur aus den Autos, die man looten kann. Gut, warum nicht? Ist das ein Loot-Auto? Nee, ne? Hier stehen nur diese Schrottdinger. Okay. Nee, ich wollte hier mal gucken. Das gehört auf jeden Fall nicht zur Shotgun hier. Das ist ein anderes Biombereich hier. Hm? Aber vielleicht finden wir hier noch irgendwas. Allgemein, das hier hat nicht mal einen Schwierigkeitsgrad. Hier besteht nur Kiefernwald. Ja gut, die Kiefern bestehen heutzutage aus Containern. Ist also ganz alles legitim. Wahrscheinlich sollte hier nur ein Kiefernwald hin oder so. Auf jeden Fall sind hier Zombies. Da oben. Okay, Jungs. Ich bin hier unten. Trabt an, ihr Klappstühle. Ja, hallo? Oh, bist du hingefallen? Da, kannst liegen bleiben. Noch mehr Herrschaften hier? Auch mal so eine Frage an den Boy. Wie kommt man hier nicht rauf, ohne sich hochzubauen? Wahrscheinlich von dort. Du auch noch? Bitte. Noch mehr hier? Da ist noch ein Vehikelchen. Ach so. Vehikel kann auf jeden Fall fliegen. Sehr schön. Da ist auch noch so ein Schlepsträger. Das ist ja so eine kleine Notfallbehelfs-Containersiedlung. Okay. Ja gut, haben wir schon. Haben wir schon. Brauchen wir nicht. Geht ja gut los. Was haben wir hier denn drin? Hier kommen wir auf jeden Fall hoch. Wir unten noch irgendwas, bevor wir jetzt hochgehen? Ja. Müll. Guter, leckerer Müll. Mit wirklich Müll drin. Aber wir haben eh schon Steine einstecken. Das brauchen wir nicht. Vielleicht kriege ich ja zumindest den Level-Up noch vor der Horde. Auffällig sind die Container auf jeden Fall auch. Das lässt sich ja nur auch nicht leugnen, ne? Das ist sehr schön.
Ich glaube, die Zombies haben wir hier schon alle. Ja, jo, das sieht fast aus. Och, nehm mit, mein Freund. Nehm mit. Sehr schön, was haben wir hier noch? Ein paar Blöcks. Zement ist gut. Zwei Lockpicks, das kann man eigentlich gebrauchen. Ah, um Level abzukriegen, bräuchten wir aber definitiv. Hier oben ist nichts mehr, ne? Wie kommen wir denn hier unten in den Container? Das ist eine berechtigte Frage. Ich meine, so super stabil sind sie ja nicht. Da ist doch bestimmt irgendwas drin, Mensch. Ich habe gedacht, von oben kommt man rein. Naja, gut. Sieht auch so aus, als wenn man von oben reinkommt. Aber gelohnt hat es sich dann auch nicht wirklich. Das ist alles hier? Scheint ja fast so, ne? Hier waren wir ja auch drin, oder? Oder sind wir da noch rübergelatscht? Ich guck mal rein. Schaden kann's nicht. Bin ich froh, dass wir mittlerweile eine Steilspitzhacke haben. Ist nichts drin. Okay. Hätte ich auch so einen Kühn. Wie gesagt, gehört nicht zum Sotkern. Oh, die haben wir auch noch etwas Zeug. Die Autos dazu zerlegen lohnt sich nicht. Können wir hier vielleicht ein bisschen spionieren? Ich wollte mich wissen, ob sie die umgebaut haben. Sieht jetzt aber auf den ersten Blick noch gleich aus. Muss ich ganz ehrlich sagen. Okay, hier steht ein Sofa. Das ist neu. Ist hier Besuch? Nicht? Echt nicht? Okay, aber die Bücher nehme ich mal mit. Ich habe hier schon mit der ersten Zombie-Horde gerechnet. Genaueres Zielen aus der Hüfte kann dein Hintern in Nahkampfsituationen retten. Das ist doch schön, Hüftfeuer. Das freut einen doch. Aber wir klauen hier mal die Blümchen. Wo ist zu? Ah, ich kann mir schon denken, wo die Zombies sind. Hier dürfte die ersten sein, weil das ist größtenteils noch gleich. Das ist dekomäßig ein bisschen neu. So, Jungs, wollt ihr jetzt mal ausstehen hier? Geht doch. So, den Tropfen an. Ich will mal wissen, was hier alles so drin ist, Mensch. Du bist doch wohl nicht alles. Da kommt noch der Jig. Au. Immerhin haben wir unser Level up. Hier war auch mal mehr, ne? Also die Zombies haben sie definitiv umgestellt. Ich meine, ich will jetzt nicht die Fabrik machen. Das schaffen wir gar nicht mehr vor der Runde. Das ist hier gar nicht ein Biesle, ne? Ich meine, das war vorher ja auch schon so, dass man da rein musste und so. Aber ein Biesle, ne? Also es ist ein bisschen moderner. Und sind hier so Fensterscheiben drin, was vorher nicht der Fall war. Dekomäßig haben sie es ein bisschen aufgehübscht. Ist doch aussöhn. Aber wie gesagt, die Fabrik mache ich jetzt ganz bestimmt nicht. Jetzt bin ich schon wieder so voll, du... Ah, wir haben noch Zeit bis zur Horde. Wo ist unser Morbid? Morbid. Do. Wir fahren einmal gut schnell nach Hause. Schaden tut's nicht. Laden schnell den Mist aus. Und den passt hat ja auch. Jo. Definitiv. Fahren wir einmal kurz nach Hause. So, lass mich hier einmal, Donkey. War halt doch noch ein bisschen viel Zeit übrig für die Horde, ne? Aber sind wir mal 1943, jetzt ist es doch fast soweit. Freut einen doch. Wir kommen gleich wieder, wir kommen gleich wieder. Solange hier jetzt nicht noch ein Airdrop runterkommt. Für den hätten wir jetzt keine Zeit. Aber ich glaube, die haben die feste Uhrzeit. Das war, meine ich, 12 Uhr. Immer 12 Uhr am Airdrop-Tag. Aber trotzdem freue ich mich auf eine schöne 5er-Quest, was wir nach der Horde auch definitiv im Angriff nehmen. Aber wir werden jetzt nach der Horde nicht mehr pausenlos questen. Also wir werden eine 5er-Quest machen, ja. Aber dann geht es auch wieder ein bisschen ans Bauen. Wir müssen so langsam mal eine anständige Hordenbase aufbauen. Wir werden mehrere Schmieden aufbauen, die wir wohl erstmal bei uns im Keller stellen, aber nur vorübergehend, bis wir eine anständige Base haben.
Jawohl, wir brauchen Beton in Massen. Das kommt ein Weg dran vorbei. So, Mobbit ist leer. Wir haben noch ein bisschen was im Inventar. Dann lass mal Rinder. Bip. Schön, schön. Muni wollen wir nicht mitnehmen. Das reicht alles hier. Ein bisschen Bergmods haben wir. Und ein paar Hornwegsmaterialien. Aber auch kein Grund zur Eule hier. Wir haben Zeug. Wir haben auch ein paar Samen einstecken. Und ein paar Kochmats hier. Sehr schön. Und das hier sind Baumaterialien. Bam. Das Geld, das kommt eh vorne rein. Das kommt hier rein. Man will zumindest Platz. Sehr schön. So, wir haben inzwischen doch schon 135 Pflanzen. Stühle sammeln sich auch langsam an, aber die kriegen natürlich später einen Ehrenplatz. Das ist klar. Wir fahren den zurück zur Base. So langsam kommen wir in die Richtung. Essen haben wir, trinken haben wir genug, das sollte reichen. Muni haben wir da ja auch noch, das sollte auch reichen. Notfalls haben wir noch Pfeile und Knibbel. Wir haben Reparaturkits. Game-Stage-mäßig haben wir 69. Da fällt mir was ein. Wir haben Level up, ne? Jo. Wir können hier nochmal Blitzhände einen Punkt reinhauen. 17% schneller mit dem Knüppel. Könnte helfen. Sehr schön. Dann fahren wir jetzt hin. Was sein muss, muss sein. Der geht so langsam. Richtung da lang. Ich mag aber so ein bisschen die Rolle. Die Roten freuen einen immer so ein bisschen. Ja. Junge, du weißt, zerkratz nicht das Mobbit. Schön, 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 schön. Jetzt dürfen wir noch 1,5 Stunden irgendwie totschlagen, du. Auf jeden Fall, wenn wir das Mobbit jetzt einsammeln. Das soll nicht unten stehen bleiben. Ich habe halt Angst, die hauen wir das kaputt. Die Zombies hauen ja neuerdings auch gerne auf Fahrzeuge rum, wie wir festgestellt haben. Abbauen und irgendwo reingehen werde ich jetzt nicht, sonst sind wir gleich wieder voll. Das ist auch nicht schön, ne, ne? So, dem müsste auch leer sein. Jo. Den würde ich so gehen. Wir könnten ja eigentlich... Ja, ja, das könnten wir wirklich, oder? Weil ich weiß halt nicht, ob die dazukommen. Den Rest hier ausräuchern, ne? Ich meine, ich will jetzt nichts looten. Hier ist eh nichts zu looten. Jawohl, die sind ja nachgespawnt, ne? Den kommt mal hoch, Leute. Holen wir mal den gute Hannes. Bitte. Der Mochi nochmal. Und der Bob. So, sorry, ist leer. Loot fühlt sich ja nicht auf. Aber es hätte halt sein können, dass sie bei der Horde dazukommen, ne? Das wäre natürlich auch nicht so schön. Muss ich ganz ehrlich sagen. Hier hinten noch irgendwas? Nee, ne? Ich glaube, auf dem Dach oder so war noch was. Bin mir nicht ganz sicher. Nee, auf dem Dach kann er nicht. Da haben wir unsere Bees. Gut, dann sind die Zombies da drinnen weg. Dann könnt ihr sich von mir aus da durchprügeln. Das ist mir ziemlich snubbel. In einer Stunde geht's ja auch los. Jo, dann lass mich da mal hoch. Dankeschön. So. Nimm weg. Und ich weiß, ihr hört das jetzt nicht gerne. Weiß ich. Aber die Horde selber wird, denke ich mal, bis 3-4 Uhr morgens jetzt garantiert gehen. Das Mobbit behalten wir mal im Inventar. Ein bisschen Muni. Ach, können wir uns mal Bedarf rausholen. Passt schon. Was wir auf jeden Fall machen sollten. Wir werden die Horde jetzt morgen machen. Dann fangen wir gleich mit der Sönerhorde an. Das passt doch. Reparaturmöglichkeiten. Die werde ich uns decken. Dann können wir gleich hier bim, bim, bim. Sollte aber alles heule sein. Jo. Starten wir die Horde frisch mit Game Stage 69. Mal gucken, wie es wird. Also, vielen Dank fürs Zuschauen. Bis denn zur nächsten Folge, wo wir gleich mit der Horde starten. Tschüssi.